Hallo und herzlich willkommen zu den Patch Notes von Crusader Kings 3. Patch Stand 1.2. Punkt 1 mittlerweile, obwohl hier immer noch von 1.2 zu reden ist. Ich guck mal eben, ob Mauszeiger ist zu sehen. Das ist schon mal gut, das funktioniert. Ich kann auch scrollen, das seht ihr auch alles. Das ganze Video hier mit den Patch Notes wird auch später dann auf YouTube hochgeladen. Wir haben das beim letzten Patch auch schon so gemacht, 1.1. Und das werden wir diesmal wieder so machen. Wir werden jetzt mal so ein Stündchen oder so die aktuellen Patch Notes durchgehen und schauen, was sich so alles getan hat mit dem neuen Update. Wir werden natürlich nicht alle Punkte durchgehen. Wir machen das wie beim letzten Mal auch. Einfach ein bisschen so rausnehmen, was vielleicht wichtig ist, was vielleicht uns auch betrifft in aktuellen Durchgängen. Und werden uns das einfach mal so ein bisschen anschauen, was da gemacht worden ist. Es ist einiges drinnen, habe ich schon gesehen, das uns ein bisschen hilft auch. Dazu dann später mehr im aktuellen Durchgang mit den Mongolen zum Beispiel. Na gut, und die Sachen, die gehen wir jetzt auf alle Fälle einfach mal durch. Ich habe im Hintergrund das Spiel auch noch laufen, damit wir ein bisschen Hintergrundmusik haben. Und wir uns vielleicht dann, müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Und wir uns dann vielleicht hier einfach mal ins Spiel einklinken können. Und dann aktuell auch anschauen können, wovon hier eigentlich die Rede ist. Ich habe jetzt keinen Spielstand vorbereitet oder so, weil ich selber noch nicht reingeguckt habe. Schauen mal, ob das dann so klappt. Gut, dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Wir gehen einfach mal die Liste ein bisschen durch, schauen uns das an. Auf die deutsche Übersetzung habe ich jetzt einfach mal verzichtet, weil beim letzten Mal, die hat zwar einigermaßen gut funktioniert, aber manche Begriffe sind dann doch irgendwie komisch übersetzt gewesen. Jetzt werden wir uns einfach mal durch die englische Version ein bisschen durcharbeiten und uns das mal anschauen. Es ist auf alle Fälle wieder sehr lang geworden, das Ganze. Es sind unglaublich viele Bugfixes und Neuheiten reingekommen. Und das freut mich sehr, dass das Spiel immer noch sehr aktiv jetzt auch gepflegt wird. Dass man endlich auch mal wieder ein bisschen was bekommt, ne? Wir haben ja jetzt sehr viel Zeit schon mit Crusader Kings 3 verbracht und dass da mal wieder ein paar neue Sachen reinkommen, dass mal wieder was gefixt wird, von dem ich vielleicht auch gar nicht wusste, dass das überhaupt zu fixen ist. Da sind einige Sachen auch drin, die mir gar nicht aufgefallen sind und das freut mich jetzt sehr, dass das alles jetzt hier in diesem wunderschönen Patch hier zusammengestellt wurde. Der Patch wird natürlich auch nicht fehlerfrei sein, es werden noch ganz viele weitere Updates folgen. Aber fürs Erste bin ich schon mal sehr zufrieden, weil die letzten zwei, also der letzte Patch und der jetzt, die waren schon sehr umfangreich. Das freut mich sehr. Gut, dann legen wir mal los. Erstes Feature natürlich der Ruler Designer, der Charakter Designer, der einem den Charakter vollständig schön erstellen lässt. Und wie vollständig? Also von der Backenfett Dichte bis zu den Augenbrauen, was weiß ich, da können sich so manche Rollenspiele, können sich hier ein Scheibchen abschneiden davon. So umfangreich ist der. Wir können ja mal ganz kurz reinschauen. Das ist eigentlich das Feature dieses Patches, das große Feature. Wir können ja mal ganz kurz rein. Ich habe vor, später vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter reinzugehen. Wenn du ein neues Spiel startest und einfach mal hier reingehst in die Kartenübersicht, dann musst du immer noch vorher natürlich ein Land auswählen. Keine Ahnung, zum Beispiel das Heilige Römische Reich. Und kannst dann hier auf Erschafft euren eigenen Herrscher gehen. Und dann wirst du erstmal schön erschlagen von diesen Einstellungsmöglichkeiten, die es hier gibt. Aber das ist noch nicht alles. Das hier betrifft eigentlich nur in Anführungsstrichen so die Charaktereigenschaften, die grundlegenden Kultur, Glaube, Sache, männlich, weiblich, Dynastie, Reich und so weiter. Aber es geht quasi hier unten noch ein bisschen weiter mit dem Aussehen. Sieht auch noch relativ übersichtlich aus, ne? Da haben wir jetzt eine Auswahl der entsprechenden Ethnie hier drinnen. Keine Ahnung, machen wir einfach mal Nordindisch zum Beispiel. Und dann geht es auch weiter anpassen. Das ist halt, also das ist das, was mich halt am meisten verwundert hat, dass man das so umfangreich machen kann. Du hast hier die Kategorien Körper, Kopf, Hals, Ohren, Gesicht. Und für jeden Block hier gibt es hier entsprechende Einstellungsmöglichkeiten. Und ich kann mir schon ausmalen, was da alles für Kombinationen kommen. Ich habe heute auf Twitter schon eine Kombination gesehen, die unglaublich furchtbar ausgeschaut hat. Ich bin sehr gespannt, was da alles rauskommt letztendlich. Du kannst halt echt so viel einstellen. Wir werden uns das später jetzt nochmal ein bisschen anschauen.
Du kannst hier Körperfett kannst du von Haus aus gleich mal ein. Oberweite, ganz wichtig natürlich auch zum Einstellen. Die Ohrenabstände, keine Ahnung, das Gesicht hier, die Breite der Stirn, dann Höhe der Wange, Markantheit der Schläfen. Machen natürlich viele Einstellungen, machen jetzt wahrscheinlich nicht so viel aus. Das sieht man jetzt aktuell gar nichts. Wirken sich dann wahrscheinlich eher erst aus, wenn bestimmte Slider ineinander greifen. Aber es ist halt schon, es ist schon ziemlich cool, ne, was du da alles einstellen kannst dann. Wangenfett, das war das, was ich gesagt habe hier. Positiv, es geht auch ins Negative rein. Also umgekehrt kannst du das dann einstellen, dass sie ein bisschen so eingefallene Wangen hat und so weiter und so fort. Das ist so dermaßen umfangreich. Du kannst natürlich auch zufällig was machen. Einfach mal so ein bisschen durchprobieren lassen. Und wenn dir was gefällt, dann kannst du halt wieder anpassen, was du anders haben möchtest. Und das ist noch nicht das Coolste. Also das ist auch schon cool, aber das Coolste ist, und die Frage kam jetzt gerade noch im Chat, kann man diesen Charakter dann auch im Ironman-Modus spielen? Und die Antwort lautet ja, zu bestimmten Konditionen. Man sieht hier oben die Anpassungspunkte und je mehr Sachen ich hier investiere, umso mehr füllt sich dieser Balken auf. Und wenn ich über diese 400 Punkte komme, dann kann ich nicht mehr im Ironman-Modus spielen. Wenn ich da runter bleibe, dann kann ich mit dem Charakter immer noch im Ironman-Modus spielen. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr, sehr freut. In Crusader Kings 2 habe ich den Charaktereditor nie genutzt. Kurz mal reingeguckt, aber ansonsten nie. Weil ich dort nicht die Möglichkeit hatte, im Ironman-Modus zu spielen. Und hier funktioniert das. Und das ist so fantastisch. Wenn du es natürlich übertreibst, ne, du gehst jetzt hier rein und sagst, du holst jetzt die besten Eigenschaften. Man sieht jetzt hier oben, wie der Balken steigt. Je mehr Eigenschaften, umso mehr Punkte. Vielleicht noch ein bisschen so Diplomatie-Punkte hier dazu und eine Kriegsführung. Und irgendwann bist du über der Schwelle. Und dann kannst du nicht mehr im Ironman-Modus spielen. Das ist eine fantastische Sache, dass das so eingebaut worden ist, weil du halt jetzt, du kannst dir jetzt wunderbar einen eigenen Charakter bauen und kannst trotzdem dann noch Erfolge damit erzielen. Für mich als Achievement-Freund ist das eine wunderbare Sache, dass das funktioniert. Genau, ansonsten, ich habe nur mal kurz durchgeschaut, wir schauen uns wie gesagt das später nochmal ein bisschen an. Was mir aber aufgefallen ist, ein bisschen negativ aufgefallen ist und was ich eigentlich gehofft hätte, was, warum steht unten trotzdem Erfolg nicht verfügbar? Naja, wahrscheinlich weil wir es erst aktivieren müssen vielleicht. Vorname ist leer, können wir mal was eingeben. Wenn wir jetzt mal abschließen machen, 355 haben wir jetzt. Wir machen mal so. Und müssen wahrscheinlich jetzt hier, hier sind sie verfügbar. Vielleicht ein Anzeigenproblem, könnte ich mir vorstellen. Jetzt ist auch hier drinnen dann wieder. Das Gute ist auch, du kannst die DNA deines Charakters, also die Eigenschaften des Charakters und das Aussehen des Charakters abspeichern. Und kannst das dann zum Beispiel posten und dann kann jemand mit diesem Charakter weiterspielen. Schöne Sache auf alle Fälle. Was noch nicht so schön ist und was ich noch nicht herausgefunden habe, ist leider, dass man offenbar die Wappen, die Dynastiewappen und die Reichswappen nicht ändern oder anpassen kann. Man kann hier nur die Wappen zufällig ändern und auch hier zufällig ändern, aber ich habe noch nicht herausgefunden, dass ich die ändern kann. Also so, dass ich jetzt sage, ich will jetzt eine bestimmte Hintergrundfarbe haben oder ein bestimmtes Symbol haben. Und ich weiß nicht, ob ich es übersehen habe bisher. Oder ob das in dieser Version nicht funktioniert, habe ich nicht herausgefunden. Also ich kann hier darauf klicken, aber es passiert nichts. Ich kann nur hier diese zufällige Variante machen. Was ein bisschen schade ist, weil ich hätte mir schon ganz gern eigene Dynastie- und Reichswappen gebaut. Und wenn ich mir schon einen wunderbaren Charakter mache, dann würde ich auch ganz gern mein Wappen, ne, eigen machen. Bisschen schade, ich hätte gehofft, dass das geht. Ich wusste, weiß gar nicht, ob es in Crusader Kings 2 auch ging. Aber ich habe das irgendwie im Hinterkopf, dass man in Crusader Kings 2 das Wappen irgendwie selbst erstellen konnte. Kann mich aber jetzt auch täuschen. Also das wäre noch etwas, was auf alle Fälle diesen Editor noch ein bisschen attraktiver machen würde. Und was das noch etwas schöner machen würde. Aber vielleicht kommt da ja noch ein Update, dass hier so ein Editor-Button noch kommt. Und dann kannst du dir das hier wunderbar selbst zusammenstellen. In Stellaris zum Beispiel ist es ja auch kein Problem,
Du hast deine Vorgaben, deine Symbole, du hast deine Hintergrundgrafiken, du hast deine Teilungsgrafiken und so weiter. Und dann kannst du das machen. Also ich gehe davon aus, ne, die haben sehr, sehr viel Zeit und Programmierung in diesen Editor gesteckt und der ist fantastisch. Also ich bin großer Fan jetzt schon davon. Ich kann mir vorstellen, dass ihnen die Zeit ein bisschen zu knapp geworden ist und dann haben sie gesagt, hey, wir machen einfach kurz mal random und in einem der nächsten Patches, in einem der nächsten Updates kommt dann vielleicht hier auch ein Button rein, weil das ist sowas Essentielles, finde ich, dass man auch das Wappen anpassen kann. Das wird über kurz oder lang wird das kommen, bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Gut, das ist der Charaktereditor. Wir müssen aber jetzt hier gar nicht so viel Zeit verbringen. Wir werden das später nach dem Patchnotes noch machen. Ich würde vielleicht nur mal, wisst ihr was, wir gehen mal kurz rein. Wir gehen mal kurz rein und damit wir den Spielstand am Laufen haben. Und ich wechsle wieder zurück auf die Patchnotes. Wir wollen die ja erstmal ein bisschen durchgehen. Genau, also Ruler Designer ist natürlich das große Ding hier für diesen Patch und auch noch kostenlos. Mit CK2 musstest du irgendwie so 5 Euro oder so bezahlen für den Designer. Diesmal gibt es ihn kostenlos, auch eine tolle Sache, wie ich finde. Dann, das nächste Feature ist die Charakter-Kill-List. Das ist, da kann ich ja gleich mal wieder umblenden. Werde ich ja nicht mehr fertig hier. Ein- und ausblenden. Die Kill-List müsste eigentlich hier oben erscheinen, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben aktuell leider noch niemanden getötet. Deswegen wird offenbar auch der Button nicht angezeigt. Na gut, können wir uns jetzt nicht anschauen. Es ist einfach nur ein Button. Man klickt darauf und dann kommt eine Liste mit den Leuten, die getötet wurden von uns. Und das betrifft dann offenbar nicht nur Leute, die wir aktiv mit Komplotten getötet haben, sondern auch zum Beispiel auf dem Schlachtfeld. Also alle, die wir irgendwann mal niedergemetzelt haben oder die in unserem Auftrag niedergemetzelt wurden, werden dann in der Liste schön aufgelistet. Auch eine schöne Sache, wenn man alte Sachen dann nachvollziehen will. Wen hat man irgendwann mal getötet? Was war da nochmal? Eigentlich eine schöne Sache. Gut. Oh, und dann gibt es noch hier Added Functionality. Attach your armies to another allied army. Das ist ein Button, den man hier unten findet, wenn mich nicht alles täuscht. Wir heben mal ganz kurz die Einheiten aus hier vorne. Hier ist der Button an Armee ankoppeln. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, wenn wir Bündnispartner haben, ich lasse mal kurz die Zeit laufen. Wenn wir Bündnispartner haben, vielleicht geht es auch mit zwei, wir teilen uns mal hier auf. Ja, es wird wahrscheinlich mit Bündnispartner gehen. Das heißt, du kannst dann sagen, hey, du bekommst jetzt Bündnispartner, du bekommst jetzt meine Armee und ich schließe mich jetzt hier dir an und ich kümmere mich gar nicht, sondern du magst das erst. Von daher, ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das etwas ist, was man so oft nutzt, wird sich jetzt herausstellen, weil eigentlich führt man ja selber die Armee an. Ich weiß nicht, ob es andersrum auch geht, dass man sagt, hey, Bündnispartner, schließt du dich jetzt meiner Armee an? Das wäre eigentlich am sinnvollsten, weil dann würde ich sagen, komm zu mir, schließ dich mir an und gemeinsam zerstören wir jetzt den Feind. Überlaufen wir den Feind jetzt mit unserer gemeinsamen Militärmacht. Ob das auch so geht, kann ich euch noch nicht sagen, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber das wäre auch sehr, sehr sinnvoll. Wenn es nur den anderen Weg geht, dass man sich nur in Anführungsstrichen den Bündnispartnern anschließen kann, ja, werde ich es wahrscheinlich gar nicht verwenden. Kann man die Killlist auch von NPCs einsehen? Puh, das ist eine gute Frage. Wisst ihr was, wir können mal kurz hier reinschauen, wenn wir mal in ein Spiel schauen, wenn wir mal in unserem Mongolen-Run schauen. Da kommt jetzt die Meldung, fehlende Mods, weil diese Rahmen habe ich deaktiviert, die ist noch nicht aktualisiert worden und eine andere Version. Es soll offenbar kompatibel sein, aber heute kam auch schon eine Nachricht von Paradox, dass offenbar trotzdem irgendwie Fehler auftauchen können. Und dass man dann das Spiel komplett neu installieren soll. Ich hoffe, das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Ich habe auf alle Fälle eine Sicherung gemacht des Durchgangs. Und hoffe einfach mal, dass das dann trotzdem jetzt funktioniert. Jetzt gucken wir mal rein. Ah, perfekt. Dann können wir uns das hier schon mal anschauen. Also unsere eigene, ne, so sieht das jetzt hier aus.
Das sind die, die wir jetzt hier schon mal getötet haben, hingerichtet haben. Wir starben unter mysteriösen Umständen. Wahrscheinlich durch unsere Hand. Wer ist dann? Das ist unsere Mutter. Das ist offenbar, die haben wir, glaube ich, umgebracht, weil die irgendwie geerbt hätte. Hingerichtet. Kann man sich wunderbar anschauen. Die Frage ist, der Patch kostet nichts. Nee, das ist komplett kostenlos. Die Frage ist, wenn wir jetzt mal zu unseren Vasallen reinschauen. Ich gehe mal davon aus, dass du hier drinnen natürlich nur die bekannten Tötungen findest. Also wenn er jetzt einen Komplott gemacht hat, bei dem er irgendjemanden ermorden ließ, das wird hier natürlich nur auftauchen, könnte ich mir vorstellen, wenn du davon weißt. Aber wenn du nicht davon weißt, dann wird das hier auch nicht auftauchen. Aber die offiziellen Morde tauchen hier offenbar auch auf und man kann sich die anzeigen lassen. Guck mal, was hier noch ist. Da ist gar nichts. Wenn wir uns mal ihn hier holen. Ja, die haben schon immer ein paar auf dem Gewissen jetzt hier. Wurde hingerichtet. Perfekt. Genau, da kannst du zum Beispiel mal nachschauen. Wenn du ihn eingekerkert hast, dann kannst du nachschauen, hat er irgendwas gemacht, das dich vielleicht mal irgendwann verärgert hat. Aber da bin ich ja immer noch dafür, dass Paradox irgendwann mal für die Gefängnisinsassen so, ne, so Infoblöcke einbaut, wo man dann Texte hinterlegen kann. Aber der Vorschlag wurde leider noch nicht angenommen, was ich gar nicht verstehen kann. Gut, wir wechseln wieder zurück. Und jetzt gehen wir mal die Patchnotes ein bisschen schneller durch. Das waren jetzt so die Hauptfeatures, die jetzt hier gemacht worden sind für den neuen Patch. Schöne Sache, wie ich finde. Nichts Weltbewegendes, bis auf den Ruler-Designer natürlich. Aber auch nicht zu verachten. Eine schöne Sache eigentlich. Gut, dann gehen wir die Sachen jetzt einfach mal durch. Wenn man jemanden hinrichtet, dann zeigt es auch dort. Genau, wenn du jemanden hinrichtest, dann taucht er auch in deiner Liste auf. Das ist richtig. Genau. Es gibt eine neue Spielregel. Da gab es ja offenbar irgendwas mit matrilinearer Heirat von der KI, dass das nicht so irgendwie funktioniert hat. Offenbar kann man das jetzt einstellen. Ich hatte bisher noch überhaupt kein Problem damit. Aber vielleicht weiß da von euch jemand, was damit gemeint ist. Offenbar haben sich die nicht so verhalten, wie sie sich verhalten sollen oder so. Dann, die Söldner beinhalten aktuell nicht mehr die Kulturkriegsvölker. Da haben sie ein bisschen Änderungen gemacht, hier auch mit den Kamelreitern zum Beispiel. Ein bisschen Änderungen an den Söldner gemacht. Wir gehen jetzt nicht alles, ne, exakt durch, sonst sind wir nämlich in 3-4 Stunden immer noch am Lesen. Wir überspringen das jetzt ein bisschen, was da alles ein bisschen so gleich gemacht worden ist. Genauso bei den Orden, bei den Heiligen Orden. Genau, das ist sehr wichtig. Katzen und Hunde leben jetzt ein bisschen länger, aber die Events triggern ein bisschen kürzer. Das heißt, man hat auch länger Zeit, diese auch immer mal wieder zu streicheln. Ich glaube, alle 5 Jahre oder so kann man die streicheln und ein bisschen Anspannung abbauen. Oder alle 2 Jahre irgendwie so in dem Zeitraum. Und man kann das ein bisschen länger machen. Und dass Katzen und Hunde länger leben, ist sowieso immer eine tolle Sache. Dann einen Tempel bauen gibt ein bisschen mehr Frömmigkeit offenbar. Wenn ihr irgendwas seht, was ich überlese oder ich vielleicht falsch deute, dann schmeißt das in den Chat rein. Kann durchaus sein, dass ich auch manche englischen Sachen falsch interpretiere, weil ich ja immer auf Deutsch spiele. Aber wenn ihr vielleicht auf Englisch spielt und seht, dass ich irgendwas falsch interpretiere, dann schreibt es kurz in den Chat. Dann haben wir hier Kreuzzug. Ich glaube, dass das der Kreuzzug ist, also Great Holy War. Das wird wahrscheinlich unter Kreuzzug fallen. Das betrifft jetzt zum Beispiel unseren Mongolen-Durchgang. Schau mal eben, wo der Eintrag ist. Hier, der Cooldown zwischen Kreuzzügen wurde erhöht hier von 5 Jahren auf 30 Jahre, was fantastisch ist. Weil gerade jetzt hier zum Beispiel bei unserem Mongolen-Durchgang ja jetzt uns der Papst immer mal wieder den Kreuzzug erklärt, obwohl er keine Chance hat und wir uns immer mit ihm rumärgern mussten. Mittlerweile haben wir ihn ja reduziert auf entsprechend nur noch ihn und 2, 3 Katholiken, die dann auch demnächst noch wegkommen. Aber es ist schon immer sehr nervig. Und jetzt kann er offenbar nur noch alle 30 Jahre
den Kreuzzug erklären, was fantastisch ist, was richtig, richtig gut ist, dass das nicht mehr so oft kommt, weil man sich nicht mehr ständig darum mit herumschlagen muss. Genau. Dann Frömmigkeit, okay. Wurde ein bisschen reduziert von 65 auf 75. Aber nur fürs Starten, das ist eigentlich nicht so dramatisch. Irgendwas habe ich da noch gesehen, was noch diese Kreuzzüge betrifft. Ich bin mir aber jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, Holy Wars sind ja die Religionskriege und die Great Holy Wars sind die Kreuzzüge. Ich glaube, dass man das so interpretieren kann, bin mir aber ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Also die Religionskriege sind offenbar ein bisschen billiger. Die Kreuzzüge sind ein bisschen billiger gemacht worden, aber das hier betrifft jetzt hier die Religionskriege. Genau. Was haben wir denn noch? Greedy AI spendiert, gibt ein bisschen weniger Gold aus für Komplotte. Okay. Ich habe da irgendwas noch gesehen mit diesen Great Holy Wars, aber vielleicht kommt das auch noch. Naja, vielleicht kommt da noch was. Man kann seinen, seinen Kanzler, seine Geliebte oder Konkubine nicht mehr in einen, an einen fremden Hof als, als Vormund schicken. Okay, ging offenbar. Oh, Scheidung. Inzestscheidungen gehen jetzt ein bisschen einfacher, weil ich bisher Inzestpartner noch nicht wirklich hatte. Aber die gehen jetzt ein bisschen einfacher. Was haben wir noch? Landless Religious Heads. Vielleicht hätten wir es doch auf Deutsch übersetzen sollen, weil ich muss jetzt erst immer im Kopf übersetzen und dann kann ich es euch sagen. MAA sagt mir gar nichts, was das ist. Maintenance Cost. Bisschen weniger. Oh, das ist zum Beispiel etwas, das offenbar ausgenutzt wurde. Only the holder of a holding can cancel construction now. Offenbar konnte man vorab von Vasallen in Auftrag gegebene Bauten konnte man die abbrechen, um Geld zu erhalten. Ich weiß ja nicht, die Leute, auf was die alle kommen, ne, wenn sie spielen. Ach, Man at Arms ist das. Dankeschön. Und das wurde jetzt offenbar abgestellt. Genau. Die KI erstellt ein bisschen mehr heilige Orden. Das sind ein paar Eigenschaftsänderungen für, nicht Eigenschaftsänderungen, Komplottänderungen für bestimmte Eigenschaften. Crusader Trade. Oh, was ist Prowess? Ich guck mal eben. Prowess. Fähigkeiten. Der Crusader Trade, der Kreuzzugstrade, den haben wir auch relativ oft. Gibt ein bisschen weniger Frömmigkeit, aber dafür mehr Fähigkeiten. Hey, Zero Cool. Block and Granting. De Jure, okay, Great Holy Wars. Oh, das war das, was ich noch gesucht habe. Für die Kreuzzüge. Etwas, was richtig gut ist. Der Kreuzzug findet offenbar nicht statt, wenn die Angreifer weniger als 33% der wahrscheinlichen Verteidigungsstärke haben. Nur haben weniger als 33%. Das heißt, wenn du einfach zu schwach bist, so wie es bei uns jetzt zum Beispiel im Mongolen-Durchgang war, wenn die weniger haben, dann findet der Kreuzzug überhaupt nicht statt, was fantastisch ist, was richtig gut ist, weil auch nochmal eine Option jetzt hier eingebaut wurde, dass so kleine Pipifax-Kreuzzüge einfach nicht stattfinden und du dich nicht mehr damit rumschlagen musst. Richtig gut. Genau. Der Verteidiger kann offenbar jetzt auch durch Kämpfen Kriegszustand bekommen.
Das war ja bisher, glaube ich, gar nicht der Fall oder nur relativ reduziert. Also wenn du Schlachten geschlagen hast, hast du eigentlich nicht wirklich viel Prozentpunkte bekommen. Und offenbar geht das jetzt schon. Und hier steht es auch nochmal, die Kriegspunkte durch Schlachten wurden erheblich erhöht jetzt hier. Wurden erheblich erhöht und das ist etwas, was ganz gut ist, weil ansonsten musst du ständig als Verteidiger zum Beispiel, musst du immer warten und kannst nichts machen und ja, musst einfach nur schauen, dass dein Reich, das attackiert wird, einfach frei bleibt, damit das hochtickt und das ein bisschen, ja, ein bisschen langweilig. Kannst halt relativ, die sind ein bisschen die Hände gebunden. Und das wurde hier offenbar angegangen. Was mich sehr freut jetzt, weil das genau das ist, was uns jetzt immer so gestört hat in den letzten Durchgängen. Genau. Hier auch nochmal eine Verbesserung beim Kreuzzug, dass der tickende Kriegsstand auch nochmal erhöht wurde. Also es tickt offenbar schneller hoch. Ob das jetzt hier nur für die Verteidiger ist? Hier steht für die Verteidiger, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das für den Angreifer auch ist, wenn er dann die Städte oder die Provinzen, die er haben will, auch komplett hält. Aber hier steht nur vom Verteidiger was. Also der Verteidiger hat hier auf alle Fälle schon mal bessere Karten jetzt bekommen, was ganz gut ist. Hey Vendros. Genau, dann die erste Armee, die quasi First Army of Siege Control has a commander not determined the Siege Commander. Also der zuerst belagert drinsteht mit seinem Anführer, der ist halt auch der Anführer. Dann offenbar hat das nicht immer so funktioniert in den vergangenen Patch-Zuständen. Und genauso die erste Armee, die ankommt, die belagert dann auch. Ich hatte bisher, wir hatten ab und zu ein bisschen Probleme mit der Belagerung. Ich glaube, im Let's Play war das auf YouTube zum Beispiel, wo unsere Armee irgendwie nicht dazugezählt hat zum Bündnispartner als Belagerer und der dann deswegen nicht belagern konnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch betrifft, aber vielleicht ist dadurch auch ein bisschen der Bug dann behoben. Aber ich bin jetzt bisher immer davon ausgegangen, die erste Armee, die drin ist, die ist auch dafür verantwortlich für die Belagerung. Genau, das ist ein richtig langer Satz, den spare ich mir jetzt. Titles with male, female. Das ist offenbar ein bisschen die Vererbung noch angepasst. Oh, das ist aber interessant. Vessels will no longer convert their capital when you demand their conversion. Ich dachte eigentlich, das war bisher auch nicht so. Also, dass nur die Vasallen gewechselt haben, die den Glauben gewechselt haben. Ist da immer dann auch die Hauptstadt gleich mitgewechselt? Wäre eigentlich immer auch ganz gut, ne? Dann sparst du dir eine Provinz zum Konvertieren, wenn du es darauf anlegst. Aber offenbar ist das von Paradox nicht so gewollt. So. Wandernde Charaktere bekommen nicht mehr absurde Statistiken, absurde Werte. Okay. Oh, das ist etwas, was ich eigentlich ganz gut finde, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn du von Stamm auf Feudal wechselst, dann hast du jetzt eine zufällige Chance, dass eine Stadt oder ein Tempel in jeder Provinz spawnt. Je höher deine Entwicklung ist, die ja für einen Stamm eigentlich egal ist, also beim Stamm geht es ja nicht auf die Entwicklung, aber je höher deine Entwicklung dann beim Wechsel ist, offenbar hast du dann eine höhere Chance, dass eine Stadt oder ein Tempel kommt. Und das ist schon eine tolle Sache, weil dadurch bekommst du natürlich wieder mehr Einnahmen, mehr Aufgebote, wenn das dann passiert. Wie jetzt da das Verhältnis ist, ob da jetzt, keine Ahnung, in 10 Provinzen die Wahrscheinlichkeit ist, dass da eine Stadt rauskommt oder in 10 Provinzen 8 Städte und Tempel rauskommen, 8 Städte oder Tempel rauskommen, weiß ich jetzt nicht, steht jetzt hier auch nicht drin, wie da das Verhältnis ist. Vielleicht steht das im Tooltip auch. Aber das ist eine schöne Sache, vor allem, weil du ja deine Gebäude wieder verlierst. Ne? Also vielleicht wollten sie damit ein bisschen den Malus abschwächen, dass du deine aufgebauten Stammesgebäude, dass die wieder zurückgesetzt werden und du wieder von quasi null beginnen musst. Und wenn du jetzt
eine Stadt oder einen Tempel noch bekommst, ja, dann hast du so einen kleinen Ausgleich dafür bekommen. Mr. Pat sagt, wenn dein Herzog gewechselt hat, dann ist die Hauptstadt auch konvertiert. Das bezieht sich auf das oben, ne? Ist mir bisher noch nicht so aufgefallen, habe ich auch nicht so aufgepasst, aber offenbar nicht mehr von Paradox gewünscht. Wobei man eigentlich schon sagen könnte, hey, wenn der Vasall wechselt, vielleicht, dass dann wenigstens auch die... Ich jetzt lassen. Aber mich fragt ja immer niemand. Gut. When you push the claim of foreign ruler in Clement Affectionate Vessel. Verstehe ich noch nicht so ganz. Wenn du quasi einen Anspruch eines fremden Herrschers durchdrückst, dann wird er Vasall des früheren Halters, Titelhalters. If the title becomes the new primary title. Sehr schwieriger Satz. Das übersteigt meine Fähigkeiten. Das könnt ihr euch selbst übersetzen. Erfahrungen, inwiefern der Patch Safegame-kompatibel ist, fragte Dark Nexus. Wie gesagt, Paradox hat gesagt, er ist Safegame-kompatibel. Aber es wurde vor kurzer Zeit, jetzt vor ein paar Stunden, schon mal eine Meldung ausgegeben, dass irgendwie bestimmte Konstellationen irgendwie nicht so richtig mit den alten Spielständen funktionieren. Und man solle dann doch bitte das Spiel komplett deinstallieren, neu installieren, dann soll es funktionieren. Wie man das feststellt, ob der Spielstand jetzt funktioniert oder nicht, stand, glaube ich, nirgends. Wir haben aktuell jetzt hier unseren Spielstand mal geladen. Das Mongolenreich hier. Und gut, man sieht jetzt natürlich nicht, ob irgendwie im Hintergrund was nicht läuft, aber er hat zumindest schon mal alles schön geladen, ohne irgendwas durcheinander zu schmeißen. Von daher wird sich das, denke ich mal, einfach dann rausstellen, wenn du mit dem Spielstand weiterspielst. In der Regel ist es meistens ja so, dass wenn du mit einem alten Spielstand weiterspielst, dass du dann vielleicht, wenn das Zusammenspiel mit dem neuen Patch dann nicht funktioniert, dass du dann vielleicht bestimmte Events nicht mehr bekommst oder bestimmte Sachen nicht mehr triggern. Das kann neue Sachen zum Beispiel auch nicht triggern. Das kann dann durchaus sein, aber dadurch, dass jetzt hier nicht neue Mechaniken, Techniken und so weiter in diesem Patch sind, denke ich mal, hält sich das noch einigermaßen im Grenzen. Wird sich wahrscheinlich erst die nächsten Tage rausstellen, was da dann letztendlich funktioniert und was nicht. Und wahrscheinlich, denke ich mal, für 95% oder 99% der Spieler wird es überhaupt nicht relevant sein, weil die vielleicht auch gar nicht sehen, dass irgendwas fehlt oder nicht fehlt. Genau. Oh, das ist auch was Schönes. Wir können jetzt nicht nur für unsere Kinder die Kinder verheiraten, sondern auch wahrscheinlich auch die Enkel verheiraten, so wie ich das jetzt lese. All of your descendants. Descendants sind ja eigentlich die Nachkommen, ne? Das richtig gesehen habe. Nachkommenschaft, ja. Vielleicht auch Kinder deiner Frau, die sie schon mit in die Ehe gebracht hat. Muss man mal herausfinden. Das war aber vorher schon so, wenn sie an deinem Hof waren. Ja, vielleicht aber auch nicht, ne? Vielleicht aber auch nicht. Ich gehe davon aus, das betrifft irgendwie eine spezielle Konstellation an Nachkommen. Vielleicht auch die Enkel, da weiß ich es gar nicht, ob man die auch verheiraten konnte. Also ich hätte jetzt gesagt ja, aber vielleicht betrifft das die Enkel, wobei das auch wieder ein bisschen doof ist, weil eigentlich sollte der Opa nicht darüber verfügen, was die Enkel machen. Vielleicht war das im Mittelalter so, aber eigentlich sollte das der Sohn oder die Tochter dann machen. So, dann die leichte Kavallerie wurde offenbar ein bisschen abgeschwächt in der Hauptphase der Schlacht. Genau, aber wichtig ist, dass die ganz zum Schluss dann schön die Leute immer verfolgen und dann entsprechend reduzieren. Also das wurde offenbar beibehalten. Genau. Hier noch eine Änderung an den gepanzerten Reitern. Dann. Children can become more inclined to drink later in life if their gardens are poor influence.
More Inclined heißt eigentlich, das heißt, wenn sie den schlechten Vormund hatten, dann können die Kinder später eher zum Trunkenbold werden. Ich finde ja allgemein, dass ein bisschen zu viel Charaktere Trunkenbolde werden, habe ich das Gefühl. Gefühlt jeder dritte, vierte Charakter ist irgendwie ein Trunkenbold. Wenn das jetzt nochmal erhöht worden ist, fände ich es fast ein bisschen übertrieben. Ach, du meinst, die fangen später zu trinken an? Ah, okay. Und nicht schon dann mit 16 oder so wahrscheinlich, ne? Okay. Dann Höflinge und Gäste suchen nicht nach Affären wahrscheinlich, wenn sie schon einen Partner haben. Da wurde schon im Discord das angesprochen, ob das vielleicht jetzt endlich mal das Abnehmen betrifft. Weil es offenbar immer noch nicht möglich ist, abzunehmen oder nur sehr, 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 sehr selten. Und vielleicht betrifft das ein bisschen, dass man endlich wieder abnehmen kann. Dann Improved Mongol Empire Disintegration. Das betrifft uns mittlerweile nicht mehr. Disintegration heißt ja, dass die quasi Probleme haben intern. Zerfall, ja. Das ist ja das Event am Anfang, dass man ganz hier oben hat. Wir haben ja ganz hier oben angefangen und hier war so ein großes Mongolenreich. Und das hat ein Event, das relativ kurzfristig triggert nach dem Spielstart und interne Probleme auslöst, sodass das eventuell dann zersplittert. Und bei unserem Durchgang hat sich das beständig gehalten, also der hat das ganz gut in den Griff bekommen, die KI hier. Aber es kann halt sein, dass das dann zersplittert. Und offenbar ist es das Event, was da ein bisschen angepasst wurde. Vielleicht, dass die Wahrscheinlichkeit eher nochmal ist, dass es schwieriger ist, das zusammenzuhalten. Wobei wir irgendwann mal kurz einen Versuch gemacht haben und das schon nicht ganz leicht war. So, Increased County Opinion for putting down peasant popular rebellion. Also da wurde offenbar, wenn du eine Rebellion dem Pöbel niederschlägst, wurde offenbar der Bonus erhöht, damit das nicht mehr so schnell wieder passiert. Soll mir ganz recht sein, wir sind diese ganzen Bauernaufstände ein bisschen zu häufig. Bei uns aktuell, ich guck mal eben, da ist nämlich alles voll mit Populisten. Ja, da ist so viel Populisten. Ich lass mir das schon eingehen, dass da mal so die ein oder anderen Rebellionen kommen, aber dass da so viele rauskommen, ist schon echt fies. Und vor allem, dass sie immer rauskommen, wenn du dann den Krieg jemand anderem erklärst, weil du dann immer eine Armee wieder abstellen musst daheim und die erstmal erledigen musst, bevor die dann zum Beispiel eine Hauptstadt belagern. Dann die Nachteile, wenn du jemanden verführst. Wenn das Ziel schon verheiratet ist und verliebt in den Ehemann oder Ehefrau ist, dann tust du dich anscheinend schwerer zu verführen. Wobei ich finde, dass die Verführung eigentlich immer oder meistens davon abhängt, ob die erfolgreich ist, von den Eigenschaften, die man hat. Und wenn die Eigenschaften einigermaßen zusammenpassen, dann ist es relativ einfach zu verführen. Characters no longer gain stress when they execute someone. Okay, ein bisschen weniger Stress bei bestimmten Exekutierungen, Hinrichtungen. Oh, reduced amount of levies and taxes gained from tribal obligation. Obligation ist Verpflichtung. Oh, die haben das jetzt ein bisschen reduziert. Ich guck mal eben. Ich werde mir mal den Spielstand anschauen, wie wir den vom Mongolenreich jetzt letztes Mal im Stream beendet haben. Aktuell haben wir hier 41.000. Vielleicht hatten wir da ein bisschen mehr. Also so wie ich das lese, wurde quasi von 100% runtergesetzt auf 75
und von 50 Steuer auf 40 runtergesetzt. Ist jetzt nicht der Wahnsinn, aber macht schon ein bisschen was aus. Hey, die Norm. Aber die Stämme sind halt auch so unglaublich, ne? 100% aufgeboten ist halt echt der Hammer. Das darf ruhig auch ein bisschen reduziert werden, auf alle Fälle. Dann die Frequenz von Events wurde ein bisschen reduziert. Von Freundschaften, Rivalitäten, Krankheiten ausbrechen. Hoffentlich auch von Affären, das wäre mir ganz recht. Dass da die Frequenz auch ein bisschen reduziert geworden ist. Steht leider nicht drin. Dann die, wenn du auf einen eigenen Vasall einen Anspruch fingierst, weil du ihm zum Beispiel den Titel entziehen willst, dann dauert es offenbar jetzt ein bisschen länger aus. Dauert es länger aus. Ihr wisst, was ich meine. Dauert es ein bisschen länger. Bei großen Stammesreichen macht das eine Menge aus. Ja, bei uns zum Beispiel, na, wenn er das mal hochrechnet, wir haben jetzt 41.000. Und wenn das jetzt die 75% sind, ich habe jetzt die Pause noch nicht rausgenommen, vielleicht, na, ich weiß nicht, wie viel wir vor dem Patch-Stand hatten, aber dann könnt ihr euch ausrechnen, was hier 25% mehr letztendlich dann bedeutet an Aufgeboten. Sound Formation Perk? Was ist denn Sound Formation Perk? Sound. Ruhe. Klangbildung. Vielleicht weiß einer von euch, dass, was dieser Vorzugspunkt ist. Es muss irgendein Vorzug sein. Und dann wurden noch die Goldminen verschoben in der Provinz. Das waren jetzt so die Verbesserungen, die jetzt die Balance betrafen. Und wir sind jetzt schon wieder fast eine Stunde drinnen, Mensch. Okay, 40 Minuten, alles gut, passt. Bin noch gut in der Zeit, glaube ich. Wir gehen das jetzt ein bisschen schneller durch. Hey, Bobedor, dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank, dankeschön. Wir gehen das jetzt ein bisschen schneller durch. Die Sachen jetzt hier, AI und so weiter, da wurden halt ein bisschen was, verbessert. Also wie gesagt, wenn ihr da noch was seht, was ich jetzt überlese oder ignoriere, dann schreibt das kurz in den Chat. Dann kann ich das nochmal suchen und vielleicht nochmal etwas genauer darauf eingehen. So, das ist zum Beispiel gelbste AI, a few lessons on closely following the player units, also die verbündeten Einheiten folgen offenbar den Spielereinheiten ein bisschen besser und folgen ihm auch in die Schlacht etwas besser. Wobei ich schon fand, dass das bisher relativ gut geklappt hat. Vielleicht hatte ich auch nur Glück. Wir hatten ein paar Fälle natürlich, wo vielleicht die KI irgendwie was anderes gemacht hat, uns nicht geholfen hat. Aber ich sag mal, für die meiste Zeit hat sie sich relativ clever verhalten. Ja, und hat das relativ gut gemacht, finde ich. Es wäre noch gut, ein bisschen mehr Kontrolle über die KI oder über die Bündnispartner zu haben. Aber so fürs Erste ist das ganz okay. Oh, die KI wurde auch darüber informiert, dass es eine gute Idee ist, die verbündeten Vasallen und Lehnsherren nicht mitzuzählen bei der Kriegserklärung. Offenbar gab es da noch vielleicht ein Abstimmungsproblem, dass die eventuell nicht Krieg erklärt haben, weil sie als Gegenwehr zu viel gesehen haben. Das würde aber für mich heißen, dass die ein bisschen öfter jetzt Krieg erklären würden. Wenn die Verbündeten gut versorgt waren, ging das, aber wenn die Armee über dem Versorgungslimit war, haben die sich einfach nicht mehr angeschlossen. Die Bündnispartner, meinst du? Mir ist das, also ich laufe ja auch immer mit großen Stacks rum, mit großen Einheiten, weil ich zu faul bin, die aufzuteilen. Und ich dann, wenn ich es mir leisten kann, dann eher dann den Verschleiß in Kauf nehme, weil ich hoffe, dass der Krieg dann wieder schnell vorbei ist. Aber da ist mir, da haben sie sich eigentlich auch immer ganz gut angeschlossen, finde ich. Aber da habe ich nicht so aufgepasst, ob das jetzt, vielleicht sind wir auch mit kleinen Einheiten rumgelaufen. Hey Sir Bone! Dann, ja, ein bisschen die KI nochmal verbessert, was jetzt hier feudal, die feudalen Provinzen angeht oder Domänen angeht. Die KI wurde nochmal ein bisschen besser angewiesen, dass sie die Kohle besser verwalten soll.
Das ist auch nicht schlecht. Ah, okay, aber hier immer noch. Die KI soll offenbar schnell Kriegsvolk bekommen, also kaufen. Und dann langsam das Kriegsvolk erweitern. Und ich finde, die haben am Anfang auch immer relativ schnell Kriegsvolk schon gekauft. Also das wurde offenbar noch ein bisschen angepasst. Und auch ein bisschen die Kulturkriegsvölker, die speziellen, offenbar, dass sie die ein bisschen öfter kaufen. Dann Upgrades für die Herzogsgebäude. Herzogsgebäude wird hier offenbar ein bisschen priorisiert beim Bauen der KI. Ja, die wurde halt allgemein ein bisschen hier verschlauert. Ich hoffe, das klappt dann auch ganz gut. Generally lowered the AI aggressiveness. Oh, okay, also. Die KI wurde offenbar angewiesen, ein bisschen weniger Krieg zu erklären. Ja. Wobei das eigentlich ging, oder? Bin mir da jetzt nicht so sicher. Das war schon eigentlich ganz gut ausbalanciert. So ab und zu mal wieder Krieg erklärt und so weiter, ja. Vielleicht intern zwischen den KIs. Vielleicht haben sie da ein bisschen öfter Krieg erklärt. Dann. Ach, nee, hier ist das mit dem Verlieren des Gewichts. Ich hatte irgendwo hier oben angesprochen, dass das vielleicht das Verlieren von Gewicht endlich mal triggert. Aber das war das, was ich gemeint habe. Nicht alle 3 Jahre, sondern einmal im Jahr wird jetzt geprüft, ob man offenbar Gewicht verlieren kann. Das wäre schon gut. Wobei ich bisher auch nicht mit der Option alle 3 Jahre irgendwann mal Gewicht verloren habe. Ich habe noch nie. Wenn ich einmal dick war, so wie im richtigen Leben, einmal dick, immer dick. Bei mir jetzt. Ich spreche von mir. Und ich habe noch nie mit dem Charakter Gewicht verloren. Ich hatte da noch nie ein Ereignis. Das ist etwas, was uns im Let's Play noch ein bisschen jetzt... Das habe ich zufälligerweise im Iron Island Island Let's Play auf YouTube angesprochen. Weil wir ja dort eigentlich noch zu den Adamiten wechseln wollten. Und dann habe ich nachgeguckt. Und bisher musste man die Einstellung, ob die blanken Brüste angezeigt werden im Spiel oder nicht, die musste man vor Spielbeginn machen. Und wenn du natürlich einen Ironman-Durchgang hast, dann kannst du das nachträglich nicht mehr ändern. Und das war ein bisschen schade, weil ich nicht weiß, wie da jetzt YouTube darauf reagiert. Offenbar ist es kein Problem, aber man weiß ja nie. Und das wurde jetzt angepasst und es wurde aus den Spieleinstellungen rausgenommen und es wurde quasi in die anderen Spieleinstellungen versetzt. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Ist jetzt vielleicht für viele nicht so interessant, aber für mich ist es eigentlich eigentlich ganz gut. Und zwar war das einmal hier in den Spielparametern drin und da konnte man nichts mehr umstellen jetzt, so wie es jetzt hier auch ist. Und jetzt ist es aber hier drin unter Spiel ganz unten Nacktheit anzeigen, was eigentlich ja logisch ist, weil ich soll das ja umstellen können, wie ich lustig bin. Ich will nicht sagen, dass... Nee, so war das nicht gemeint. Ich hab halt trotzdem Übergewicht. Also das ist halt so. Aber ihr seht mich ja immer nur bis hierher. Also ihr seht, meinen Bauch seht ihr nicht. Und bei mir ist das ein bisschen anders proportioniert. Also ich habe vielleicht ein dünneres Gesicht und vielleicht etwas schmälere einen schmäleren Oberkörper. Aber unten gehe ich dann auseinander wie eine Birne. Ne? Deswegen stehe ich auch nicht auf im Stream. So, hey Geek, jetzt muss ich euch mal wieder genau einblenden. Ich habe ungefähr 10 Kilo zu viel aktuell und deswegen, ne, das sollte weg. Für Twitch ist das Häkchen rausnehmen Pflicht oder nicht, also so, dass keine Nacktheit angezeigt wird. Nee, ich glaube, dass es nicht so dramatisch ist, weder auf Twitch noch auf YouTube.
wenn du deinen Durchgang, dein Spiel nicht darauf fokussierst, ich glaube, dass das dann nicht so schlimm ist. Wenn ab und zu mal der Busenblitzer kommt, dann ist es egal. Das interessiert wahrscheinlich niemanden. Aber wenn du dann halt, keine Ahnung, es drauf anlegst, keine Ahnung, im neuen Ruler-Designer oder so wirst du es ja nicht angezeigt bekommen, könnte ich mir vorstellen, da haben die ja alle noch Klamotten an. Aber wenn du es nicht drauf anlegst, dann ist es wahrscheinlich nicht so dramatisch. Ohne Gewehr jetzt natürlich, ne? Aber so sehe ich das. Aber wenn du natürlich nur die ganze Zeit auf den Busen fixiert bist, auf die Nacktheit, keine Ahnung, dann könnte es eventuell ein Problem werden. Oh, stimmt, da wäre ja noch was. Das habe ich noch gar nicht mir angeschaut. Das Dynastiefenster wurde ein bisschen überarbeitet. Das können wir nochmal kurz reinschauen bei uns. Dann schauen wir uns mal an, was da geändert worden ist. Ja, es ist, das juckt heute niemanden mehr. Das kann schon sein, Sir Bauen. Aber wenn du Pech hast und irgendjemand sieht das von Twitch oder von YouTube und er hat einen schlechten Tag oder ein Algorithmus hat einen schlechten Tag, dann rutschst du halt da rein und dann kann es halt schon sein, dass nicht nur vielleicht dein Video gesperrt wird, sondern vielleicht auch der Account irgendwie ein bisschen bestraft wird, wie auch immer. Das ist natürlich dann nicht so toll. Deswegen lieber ein bisschen Vorsicht walten. Es ist doch egal. Komm, wenn er nackte Brüste sehen wollt, dann geht auf, keine Ahnung, auf Pornhub zum Beispiel und dann ist alles gut. Und dann könnt ihr euch das, Crusader Kings 3, da müsst ihr euch das Spiel nicht anschauen, nur damit ihr nackte Brüste seht. Denke ich mal. Genau. Ach komm, auch dass man die Brustgröße anpassen kann in Crusader Kings 3, komm, das ist doch okay. Sollen doch alle das so machen, wie sie wollen. Ist doch egal. Wenn es den Slider nicht gäbe, es gibt halt unterschiedliche Brüste und jetzt ist das Thema dann auch erledigt. Es gibt halt unterschiedliche Brustgrößen und wieso sollte man das dem Designer nicht anpassen können? Wenn du das Wangenfett anpassen kannst, die Augenbrauen dicke, warum sollst du dann nicht die Brustgröße auch anpassen können? Ist doch okay. So, wir gucken mal rein in den Dynastiebildschirm, der jetzt geändert worden ist und zwar mit ein paar neuen Informationen versorgt worden ist. Unter anderem wird hier oben angezeigt, wenn man nicht Dynastieoberhaupt ist oder auch Hausoberhaupt, was man dazu braucht, um das zu werden. Die militärische Stärke wird hier angezeigt und da kann man ungefähr dann abschätzen, wie groß und stark man noch werden muss, um die Führung zu übernehmen. Was ich eine tolle Sache finde, dass das hier dann so transparent auch angezeigt wird. Ansonsten haben wir hier noch ja, wieder den Baum, wie immer. Der Dynastiebaum. Oh, bitte nicht jetzt abstürzen. Der Dynastiebaum hier. Da hat sich eigentlich nichts so wirklich geändert. Aber was hier unten noch neu ist, hier die Vermächtnisse. Es wird gleich angezeigt, wo du investiert hast. Das ist schon ganz okay. Wobei das, ja, ist okay. Draufklicken kann man offenbar nicht. Aber was schön ist, ist, dass die Boni hier im Tooltip gleich mal angezeigt werden. Das ist ganz nett eigentlich. Weil sonst musst du halt immer hier reingehen und musst erst hier drüber fahren. Und ja, hat man halt ein bisschen vereinfacht. Finde ich ganz gut gemacht. Eine neue Runde fängt heute nicht an. Wir werden uns noch ein bisschen vielleicht mit dem, jetzt mal schauen, wie viel Zeit ich habe, mit dem Ruler Designer noch etwas beschäftigen. Und wir müssen erst den Mongolenran durchmachen, bevor wir dann was Neues beginnen. Wenn wir aber dann einen neuen Durchgang beginnen, dann auf alle Fälle mit einem eigenen Herrscher, einem selbst erstellten Herrscher. Mal schauen, wie hässlich wir die Charaktere machen können. So, Military Strength. Ach, das war das, was ich gerade gesagt habe. Kann man jetzt hier vergleichen zwischen den Hausanführern. Genau, das ist hier die Änderung auch ganz unten im Dynastiebildschirm. Der Kampfbildschirm wurde offenbar noch ein bisschen verbessert. Werden wir bestimmt dann demnächst auch sehen. Dann das Wappen wurde ein bisschen herausstechender erstellt. Betrifft das... Guck mal eben auf unsere Hauptstadt. Ah, okay, das sieht er hier. Da haben sie noch ein paar Flügel herangeklatscht hier. Seht ihr das? An der Seite jetzt hier.
offenbar für Multiplayer-Spiele, damit man hier vielleicht dann die Spielernationen ein bisschen besser erkennen kann. Was leider immer noch ist, sieht man hier, es wurde leider das Ruckeln noch nicht behoben. Dieses Verschieben der Karte, dass er immer noch ruckelt, das ist sehr schade, weil das immer bei so einem großen Reich jetzt doch etwas stört und das Ganze etwas verlangsamt, wenn man sich hier über die Karte bewegt, aber okay. Wäre schön gewesen, wenn das jetzt hier, wenn da so ein bisschen noch was verbessert worden wäre. So, jetzt kommt ein fantastischer Punkt, den ich noch nicht ausprobiert habe. Vielleicht probieren wir den gleich mal aus. Aber ich will jetzt die Pause noch nicht rausnehmen aus dem Spiel. Deswegen würde ich das noch ein bisschen verschieben jetzt. Der Plan mit den Mongolen ist einfach nur, dass wir so weit erobern, bis das Spiel 1453 dann endet. Und schauen, dass wir ganz viel erobern. Das ist der Plan. Das hier, wenn wir eine Armee ausheben an einem bestimmten Punkt und in dieser Provinz nicht genügend Versorgungslimit zur Verfügung steht, dann werden die Einheiten automatisch außenrum platziert. Ich hoffe, das klappt ganz gut. Es ist fantastisch, dass man dann, wenn man auf den Gegner wartet, man hebt seine Truppen aus und wartet auf den Gegner zum Beispiel, dass man dann nicht manuell die quasi ausfächern muss und nur um dann keinen Verschleiß zu bekommen. Ich bin mal gespannt, wie das dann so funktioniert. Ich hoffe, es wird nicht dann zu umständlich, dass du deine Truppen dann wieder umständlich, musst du die ja wieder zusammenfassen, wenn du die dann losschickst und so weiter. Muss man mal schauen, wie das ist. In den Patchnotes hier als Text hört sich das richtig gut an. Genau. Added the Grand to Low Noble Button. Okay. Titelübergabe offenbar. Oh, das ist auch gut, dass man Gefangene, dass die nach dem Ende des Krieges entfernt werden. Aber wahrscheinlich einfach nur ein Hinweis, dass die entfernt werden oder freigelassen werden. Wahrscheinlich steht hier nicht dann dabei, wer alles befreit wird. Realm Map Tooltip. Okay. Mit Escape kann man endlich die Tooltips schließen. Wow. Sehr schön. Wir haben noch ein paar Fixes. Oh, Overlapping Siege and Battle Indicators. Da wurde offenbar ein bisschen was grafisch gemacht, dass die sich nicht mehr so überschneiden. Ich hatte öfter schon mal den Fall, dass man das relativ schlecht erkennen konnte. Sind die größeren Auflösungen werden noch ein bisschen schöner bedient von der Darstellung. Increased Doctrine's Namespace by 1 pixel. Okay, da wurde einfach nur der Text ein bisschen angepasst. Kein Bart wurde im Friseurgeschäft angepasst, dass das ganz oben steht. Okay. Was haben wir denn noch? Alles so kleine Verbesserungen, die einem wahrscheinlich gar nicht so wirklich auffallen, aber die das Leben ein bisschen erleichtern. Oh, das ist sehr schön. Hässliche Charaktere haben jetzt noch unterschiedliche Gesichter und schauen noch hässlicher aus. Sehr schön. Je hässlicher, umso besser. Wunderbar. Oh, das ist auch was Neues. Man kann den Ausbildungsfokus jetzt schon vor dem 6. Lebensjahr des Kindes setzen. Es hat aber keinen Effekt auf... keinen Effekt, bis es 6 ist. Die Frage ist aber, da sie ja eigentlich erst so nach einigen Jahren die Richtung bekommen, also ob sie zum Beispiel ein Raufbold werden und welche
und welcher Kindheitsfokus überhaupt eigentlich vorteilhaft ist, das siehst du doch eigentlich erst dann mit 6 Jahren. Deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist, weil dann setzt du auf Kriegsfokus und das Kind wird aber irgendein Weichei und ein Diplomat und wenn du Pech hast, dann wählst du genau den Fokus, der eigentlich für dein Kind nicht geeignet ist. Naja, muss man mal schauen, wie sich das auswirkt. Oder man bekommt vorab schon den Hinweis darauf. Ja, aber genau, man kann nicht mehr vergessen, was zu setzen. Das ist okay. Aber wenn ich es mit 0 Jahren schon setze, kann es mir halt passieren, dass ich den falschen Fokus setze. Und ganz ehrlich, dann würde ich es aber eher automatisiert lassen. Weil wenn das automatisiert macht mit 6 Jahren und ich vergesse es, dann gehe ich zumindest davon aus oder kann ich davon ausgehen, dass es ein Kindheitsfokus ist, der den grünen Pfeil hat, also der quasi für das Kind optimiert ist. Und wenn ich das selber irgendwie setze, dann kann es ja sein, dass er den roten Pfeil erwischt, das Kind ist nicht dafür geeignet oder vielleicht gar kein Pfeil, es ist halt ein durchschnittliches Kind dann mit dem Fokus. Deswegen, naja, muss man mal schauen, wie sich das auswirkt. Man bekommt, oh Gott, schon wieder eine weitere Notifikation, einen neuen Hinweis, wenn man belagert wird. Was? Man bekommt einen Toast, wenn man seinen Primärtitel ändert. Das heißt den Get a Toast. Einfach nur eine Meldung, eine... Ich bekomme jetzt einen Toast. Tolle Übersetzung. Einfach wahrscheinlich eine Meldung, wenn man den Primärtitel wechselt. Hey Faruk. Dann die Tribal Holdings schauen jetzt ein bisschen anders aus. Auch die Welle. Die 3D-Objekte wurden offenbar ein bisschen angepasst. Hier auch nochmal, die hässlichen Charaktere werden noch hässlicher dargestellt. Fantastisch, genauso soll es sein. Ich will Leute erkennen. Wenn ich Charaktere sehe, dann will ich die anhand dem 3D-Modell, anhand dem Gesicht auch schon erkennen vorab. Toasts müssten die Overlay-Meldungen im oberen Bereich des Bildschirms sein. Ah, okay. Aber wieso sollte man diese Meldung im oberen Bereich bekommen? Das sind ja nur Meldungen eigentlich, die du dann ausführen sollst. Wenn du deinen Primärtitel schon geändert hast, dann macht ja die Meldung hier oben keinen Sinn mehr. Oder es ist einfach so eine Meldung, wie zum Beispiel, wenn du kämpfst, dann kommt da oben ja auch ein rotes Icon, dass dir den Schlachtenverlauf nochmal darstellt. Vielleicht ist es auch sowas. Genau. Da wurden auch die 3D-Objekte der Army nochmal ein bisschen angepasst. Dann ein bisschen Audio-Anpassung. Oh, added Warhorn to the 100% Kriegsstand. Aktuell gibt es ja immer so ein Klink, wenn du 100% erreichst. Und jetzt gibt es offenbar ein Död, wenn du 100% erreichst. Immer noch keine Todesscheiß, sehr schade. Die werden wahrscheinlich als DLC nachgeliefert. Könnte ich mir vorstellen. Dann ein bisschen die Sprachen wieder angepasst. Ich habe das mal kurz überflogen. Ich habe leider nichts gefunden, was jetzt wieder so ein bisschen die Anreden betrifft. Also weiblich-männliche Anreden. Ich hoffe mal, dass da was dabei ist, aber ich habe jetzt nichts direkt gefunden, wo das irgendwo separat rausgehoben wird. Ne? Vielleicht irgendwo hier drinnen. Broken Localization String oder Lock for the Female Version, irgendwie so, aber ich fürchte fast, dass das immer noch nicht behoben ist, was sehr schade ist. Müssen wir herausfinden, wenn es dann soweit ist. Dann ein bisschen Inhalt noch. Das Komplott ist nicht sicher, bis es ausgeführt ist. Okay. Es gibt ein paar neue Mordkomplott Outcomes, Ergebnisse. Das heißt,
Bisher war die Wahrscheinlichkeit eigentlich ziemlich hoch, ne, mit 95%. Aber vielleicht gibt es da jetzt auch Alternativen, ne, dass er vielleicht nur in Anführungsstrichen verwundet wird oder so. Und dann dementsprechend etwas, dass er nicht gleich stirbt, sondern nur schwer verwundet ist oder so. Und dann eventuell man darauf hoffen muss, dass er dann irgendwann dahin sieht, zum Beispiel. Du hast gerade, okay, ich hole mir mal kurz den Link her. Kopieren wir mal kurz den Link. Wenn das geht, würde in Streamlabs. Nein, leider nicht. Ich guck mal. Ich wechsle mal eben auf das Spiel und schau mir mal den Link an. Nicht, dass du mir irgendwie nackte Brüste schickst. Ah, okay. Sehr schön. Da kann man... Das sind keine nackte Brüste, man sieht aber nur das. Okay, also wenn man einen Primärtitel wechselt, dann kommt einfach so ein Hinweis dann. Dankeschön für diesen Hinweis. So. Dann 4 New Murder Outcomes, dann 2 Child Murder Outcomes, You Monsters. Sehr schön. Dann Claim Throne Scheme Events, Fabricate Hook Scheme Events, gab es die noch nicht. Und Verführung Komplott Events, da freue ich mich schon. Je mehr Events, umso besser. Gib mir 100 Events, gib mir 500 neue Events. Ich will das alles haben. Wir brauchen viel mehr Abwechslung in den Events. Ach, du meinst jetzt, dass dann hier oben nicht nur Spinne, was gibt's noch? Der Pöbel, genau, dass der noch da ist. Sondern dass da dann einfach andere Geschichten noch dahinter sind. Aber es soll mir auch recht sein. Ist alles gut. Es soll mir auch recht sein, je mehr neue Texte, neue Events und so weiter, umso besser. Dann People will now be a bit miffed. Bisschen angesäuert vielleicht. Verärgert. If you rate them, ist auch verständlich natürlich. Wieso kommt eigentlich wieder mal keine Musik jetzt hier, ne? Jetzt kommt wieder Musik. Ganz leicht. Infirm ist was? Gebrechlich. Man kann jetzt gebrechlich werden. Okay. Und dann kommt noch ein bisschen so die Modding-Section, die wir jetzt hier aber nicht so durchgehen. Das ist nichts, was uns jetzt noch interessiert aktuell. Dann noch die Datenbank. Bisschen Aktualisierungen. Irgendwo war was mit weiteren Herrschern in Dänemark. Genau. Asbjørn Jarl Ulfsen. Genau. Aber ansonsten, ja, halt einfach wieder ein paar schöne Anpassungen. Und ganz viele Bugfixes jetzt. Die werden wir auch nicht mehr alle durchgehen. Das reicht jetzt. Wir sind jetzt eh schon ein Stündchen im Spiel drinnen oder in den Patch Notes. Es sind halt, ne, lauter so ein bisschen so Anpassungen, lauter so Verbesserungen, Fehlerbehebungen, die so erschienen sind. Meistens so kleinere Sachen, ne? Broken Tooltip zum Beispiel im Jäger-Event und so weiter. Bin mir sicher, da ist bestimmt auch noch was Interessantes mit dabei, aber dafür werden wir jetzt nicht nochmal eine Stunde die alle durchgehen. Ist einfach zu viel jetzt. Wobei ich sagen muss, der Patch ist jetzt ein bisschen kleiner wie der erste Patch, aber trotzdem auch sehr schön. Sehr schön, dass wieder so viel gemacht worden ist. Freut mich wirklich. Das war etwas, was im Discord noch angesprochen worden ist, dass alle Basallen feudal werden, wenn du auch feudal wirst. Dachte eigentlich, das wäre auch Standard, dass das immer so ist, aber offenbar ist das nicht so gewesen. If you try to make too many children's, man kann nie genug Kinder haben. Doktoren können endlich sich selbst auch behandeln. Dachte eigentlich, die sollten sie selbst machen. Sollten sie selbst auch können. Oh, und wenn sie uns ermorden wollen, dann
Versauen Sie die Behandlung? Oder können Sie die Behandlung versauen? Oh, Daorama ist auch etwas, was wir noch machen wollen. Embracing your son as your heir will now move him to your court. Ah, okay. Daorama steht ja auch bei uns noch ein bisschen aus. Was habe ich gesagt? Mündel? Kinder? Von was habe ich gerade gesprochen? Ja, vielleicht wurde auch der Fehler behoben mit den Bezahlungen für das Freikaufen aus dem Gefängnis. Da gab es ja auch noch den ein oder anderen Fehler. Ach, das okay, wenn man nicht mehr Kinder, sondern mehr Mündel dann. Okay, dankeschön. When asking a spiritual head of faith for gold, das macht man ja immer ganz gern. Das wurde offenbar jetzt auch etwas überarbeitet. Die ist immer nur You can no longer. Da wurden wir offenbar alle sehr beschränkt jetzt. Hey Obelix, das ist die Corona-Maßnahmenliste, ist das? Du kannst nicht länger nach draußen gehen. Du kannst nicht länger eine Fußpediküre bekommen. Du kannst nicht länger einen Friseurtermin ausmachen. Ja, so ungefähr. Na gut. Okay, und das war's. Hier ist immer noch die Rede von den Patchnotes zu 1.2 Argent. Im Spiel hingegen, das sieht man jetzt nicht, weil ich schon in einem Spielstand drin bin. Im Spiel hingegen wird von 1.2.1 geredet. Keine Ahnung, ob da nochmal ein kleiner Patch noch dazu kam. Aber guck mal eben auf die Prüfsumme. Die 5F5. Ja, aber es ist die gleiche Prüfsumme. Also von daher, ich gehe mal davon aus, dass 1.2.1 gemeint ist, aber einfach es steht halt 1.2 dort. Oh, es gab einen Hotfix. Da hat sich aber die Prüfsumme hier nicht geändert, offenbar. Na, sehr schön. Dann haben wir hier schon den Hotfix. Von dem ich allerdings jetzt nicht weiß, was der gemacht hat. Vielleicht wisst ihr das. Wegen den Kleidungen von DLCs nicht richtig angezeigt wurde. Hat man den... Ach so. Von den CK2 Belohnungen vielleicht. Guck mal eben, ob man hier... Vielleicht sehe ich gerade noch... 1.2 Patchnotes 1.2... Das hier ist übrigens die Meldung, die ich vorhin gemeint habe. Vielleicht betrifft das die auch hier. Wobei ich gerade sehe, das betrifft nur die Plaza-Version, also offenbar die Version von Paradox und nicht die Steam-Version wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen, wenn wir mal zurückgehen. Von 1.2 steht jetzt nichts drin, leider. Na gut, 1.2.1. Gut. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit den Patch Notes und auch mit diesem Video dann auf YouTube. Von den YouTube-Zuschauern verabschiede ich mich jetzt schon mal. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, ein bisschen Infos gebracht, dass wir uns das hier durchgeschaut haben. Es ist immer wieder... Sehr schön, finde ich, wenn man die ein bisschen zerlegen kann, diese Patch Notes. Und ja, wünsche ich euch noch viel Spaß mit Crusader Kings 3 Version 1.2.1.